Es geht um den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg ins Investment. Und hat man zum Jahresbeginn danach gefragt, dann sagte man, okay, die Kurse könnten noch weiter zurückgehen. Und das hat man vor allen Dingen gesagt mit Blick auf politische Risiken. Trump war ein Risiko, was genannt worden ist. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China spielten da eine ganz große Rolle. Der Brexit nicht zu verachten. Mittlerweile muss man sagen, ist es im Chaos ausgeartet. Trotzdem, wenn man die letzte Woche sieht, der DAX über die 12.000 Punkte geklettert. Das klingt nicht gerade nach Einstiegskursen, Herr Jasper Neid. Ja, das ist in der Tat richtig. Und Sie sehen mich auch ein bisschen ratlos in der Art, dass ich mich natürlich freue, dass die Märkte so weit steigen und auch schon so stark gestiegen sind und damit eigentlich auch einen Großteil dessen wieder wettgemacht haben, was im Jahr 2018 nicht so gut gelaufen ist. Also Multi-Asset-Portfolios vor allem haben sich ja wirklich auch gut erholt. Es war nicht nur der DAX. Aber ob das jetzt ein idealer Einstiegszeitpunkt ist, nach diesem fulminanten Aufschwung in den letzten Wochen und Monaten, da würde ich auch inzwischen ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, weil man ja fairerweise sagen muss, die Daten sind nach wie vor nicht so gut. Wenn man sich mal Konjunkturdaten anschaut, es gab gestern Daten zum deutschen Auftragseingang oder auch die Einkaufsmanager-Indizes oder auch der IFO-Index, da vielleicht mal insbesondere betrachtet, die Industriekomponente, Dienstleistungen waren ganz gut. Das muss einem eigentlich schon fast Sorgen machen, so schlecht sind die Daten. Insofern fragt man sich, was ist jetzt der Grund gewesen, dass die Märkte doch so durchstarten können? Das hängt vielleicht ein bisschen zusammen mit der Geldpolitik, die tendenziell schon wieder etwas expansiver zu werden scheint. Die FED hat es ja auch angekündigt. Das hat wahrscheinlich die Märkte unterstützt. Aber ich würde persönlich oder auch als Berater, als Stratege im Moment eher dazu neigen, mal auf einen kleinen Rücksetzer zu warten, bevor dann vielleicht so die nächste Stufe, sage ich mal, des Aufschwungs am Aktienmarkt folgen kann. Denn wir sind nicht per se total pessimistisch. Ich glaube, der Brexit wird jetzt nicht uns noch langfristig beschäftigen. Das ist, glaube ich, inzwischen ganz gut verarbeitet und eingepreist. Auch negative Szenarien sind dort schon gut eingepreist. Aber ein glatter Durchmarsch jetzt bis Jahresende, das wäre etwas ungewöhnlich angesichts der schlechten Daten. Also ein kleiner Rücksetzer vielleicht mal abwarten und dann schauen, ob das nicht eine bessere Chance wäre. Also im Prinzip greift die Weisheit, politische Börsen haben kurze Beine. Ja, das muss man wirklich sagen. Es gab mal eine Zeit in den letzten Jahren, wo manchmal so Trump-Wahl, Handelsstreitigkeiten, wo so politische Aspekte mal kurzfristig die Börsen etwas verwirrt haben. Aber eigentlich ist das Stichwort komplett richtig nach wie vor. Da soll man sich nicht von irritieren lassen. Börsen haben wirklich kurze Beine und eigentlich muss man auf andere Sachverhalte schauen. Monetäre Aspekte spielen auch eine ganz große Rolle, eigentlich viel wichtiger als politische oder geopolitische kurzfristige Punkte. Woran erkenne ich dann, wann der richtige Einstiegszeitpunkt ist? Wenn ich das perfekt beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich auch heute hier gar nicht mehr stehen, sondern irgendwo in der Hängematte baumeln auf den Bermudas oder so. Nein, man muss fairerweise sagen, es gibt ein paar Hinweise. Man kann sich Bewertungsdaten anschauen, man kann sich Konjunkturdaten anschauen, man kann sich Gewinnrevisionsdaten anschauen. Wenn solche Daten besser werden, dann ist das in der Regel natürlich ein guter Einstiegszeitpunkt. Aber eigentlich ist es viel wichtiger zu sagen, dass man grundsätzlich dabei sein will. Und wenn man einen sehr langfristigen Investmenthorizont hat, dann ist es am Ende gar nicht mehr so entscheidend, ob ich im DAX bei 10.000, 11.000 oder 12.000 eingestiegen bin, weil irgendwann wird er bei 20.000 stehen und die Performance, die man dann gemacht hat, die ist eigentlich prozentual nicht mehr so sehr davon abhängig, ob ich jetzt gestern, heute oder morgen eingestiegen bin. Wo wird der DAX am Ende dieses Jahres stehen? Ich sage jetzt mal mutig 12.800. Herzlichen Dank. Gerne.